Die Geschichte von den zwei Ringen. Wovon hier erzählt wird, das ereignete sich vor gar nicht langer Zeit an einem regnerischen Sonntag im Frühjahr. Ein Tag, an dem kein Kind seine Freude hatte, kein Tag, um draußen herumzustreifen. Eigentlich ein recht langweiliger Stubentag. Glücklich waren nur die Kinder, die ein Musikinstrument hatten, das ihnen Gesellschaft leisten konnte. Und so hörte man hier und dort bald ein paar schöne Töne aus den Zimmern fliegen, die jedoch, kaum waren sie draußen, stumpf und von einem eigenartig trüben Schimmer umgeben, aufs nasse Pflaster stürzten. Und dann kam plötzlich auf klapprigen Reifen ein grünes Auto durch die von Regenwolken düstere Straße geholpert. Auf dem Autodach hockten zwei dicke Lautsprecher und an beiden Seiten des Autos klebte ein Papierschild. Auf einem war eine Geige, auf dem anderen waren eine Bratsche und ein Cello gemalt. Aber alle drei, Geige, Bratsche und Cello, waren mit dicken roten Strichen durchgestrichen. Was sollte das bedeuten? Aus den Lautsprechern quäkte eine grässliche Stimme. Sie rief: Achtung, Achtung, hier spricht die Ringpolizei. Seit gestern Nacht geistert ein geheimnisvoller Ring umher. Niemand sollte das Haus verlassen. Die Schulen werden auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Es wird eifrig nach einem Mittel gesucht, das den Ring wieder verschwinden lässt. Haben Sie Geduld! Dann bog das Auto in die nächste Straße ein und das Achtung, Achtung, hier spricht die Ringpolizei, verschwand in der Ferne und war bald nicht mehr zu hören. Erschrocken legten die Kinder ihre Instrumente fort und fragten ihre Eltern, was das alles zu bedeuten habe. Manche saßen vor dem Radio, um die Sondermeldungen zu hören. Andere hatten das Fernsehgerät oder den Computer eingeschaltet. Kinder, sagten die Eltern, Kinder, dieser grässlich schillernde Ring will euch die Musik aus den Seelen rauben, indem er die Schulen dazu verführt, aus Furcht ihre Pforten zu schließen. Sein schlimmster Feind, die Orchestermusik, ist dann unmöglich. Tagelang blieb das Wetter noch so trüb wie die Seelen der Kinder. Doch Kinder wären keine Kinder, wenn sie sich nicht eine List überlegten, wie sie diesen blöden Ring niederringen könnten. Es begann damit, dass Kind für Kind, am Anfang waren es nur zwei, drei, doch bald wurden es mehr und mehr Kinder, dass alle Kinder ihre Geige, ihre Bratsche, ihrem Cello, dass sie sämtlichen Instrumenten liebevoll über das fein lackierte Holz strichen. Und obwohl sie doch bei weitem nicht etwa in derselben Straße wohnten und schon gar nicht im selben Haus, dieselbe Parole in ihr Smartphone jubelten. Solange die Schule auch dicht, solange der Ring sein Unwesen treibt, das Kinderorchester stirbt trotzdem nicht. Die Sinfonietta, die bleibt. Und dann war es nur noch eine Frage weniger Tage. Und, als wollte auch das Wetter mitmachen, hörte der Regen auf. Und die Sonne schob die Wolken beiseite. Die Kinder klappten ihre Rechner auf. Ein jedes spielte seine Melodie, die es eifrig in die Runde schickte.
Und als all die Melodien zu einem Stück zusammengesetzt waren, war auf diese Weise das Home-Orchester erfunden. Kurz darauf rollte eine rosa Limousine durch die helle Straße. Auf dem Autodach saßen zwei schlanke Lautsprecher und an beiden Seiten klebte ein Bild, auf das eine frische Geige auf dem einen und eine frische Bratsche und das frische Cello auf dem anderen gemalt waren. Und die Lautsprecher verkündeten: Achtung, Achtung, hier spricht die Ringpolizei. Seit gestern gibt es einen von Kindern geschmiedeten zweiten goldenen glänzenden Ring, der die Kraft hat, den alten Ring so schamrot glühend werden zu lassen, dass er schmilzt. Macht weiter so, Kinder! Dann bog das Auto in die nächste Straße ein, doch das »Macht weiter so, Kinder« war noch lange zu hören.